So, ich stehe mit Serena noch hier in dieser kalten Winterlandschaft. Denn wir sind letztes Mal von da hinten gekommen, haben hier diesen Bären erlebt. Und weiter oben gab es halt noch einen Bären. Ja. Und jetzt bringe ich sie halt weiter nach Hause. Mal sehen, was uns hier noch erwartet. Gegen einen kleinen Eisgast mussten wir auch noch kämpfen. Ich glaube, sie wohnt da hinten, wie es aussieht. Das hier sieht sehr hoch aus. Dann gehe ich doch lieber den Weg hier runter. Denn hier kommt noch eine Höhle. Okay. Noch eine Höhle. Ich war eigentlich schon lange genug unter der Erde, aber wenn ihr hineingehen wollt, folge ich euch. Nee, danke. Ich gehe dann lieber ohne dich. Außerdem habe ich nicht mehr so viel Platz zum Tragen. Aha. Und meine andere Begleiterin, die ist entweder noch in dieser einen Höhle da oder ja, macht sich zu Hause gemütlich, keine Ahnung. Hallo. Woher seid ihr gekommen? So. Was hat er? Außer Pelz hat er nichts. Okay. So, ein Wolf, der nur viel Pelz mit sich trägt und so weiter. Hallo. Ihr seid freundlich, ne? Ja. Woher seid ihr gekommen? Oder? Nein. Es wird euch eine Lehre sein. Ja, eine Lehre oder eine volle, ist egal. Gut. Hier ist dann wieder eine Höhle. Oh, und ein Wolf. Oder Fuchs, ja. Untere Tiefensturzhöhle. Okay. Au. Fuß! Woher seid ihr gekommen? Ja. Moment, er lebt noch. So. Und natürlich hat er auch kein Fleisch, aber. Huch. Kalte Wasser rein, kriegst einen richtigen steifen Eiszapfen dann. Haha. So, was ist denn das hier? Eine Festung Nordwacht, alles klar. Speichern? Hallo? Halt! Was ist das hier für ein Ort? Diese Information ist geheim. Und ach, jetzt geht weiter. Okay. Lasst uns nach drin gehen oder in eine Höhle, nur weg von hier. Halt! Ja, ich gehe davon. Pisser. Irgendwann komme ich wieder an, dann mache ich dich fertig. Da ist es, da hinten im Norden. Wir hatten hier immer ein Boot, um hin und her zu fahren. Oh, guck mal, da ist sogar ein Boot.
Salzwassermole entdecke. Okay. Burg Volkia. An dieser Stelle steigen wir normalerweise in das Boot. Verstanden? Ja. Eine Bootfahrt, die ist lustig und das ist so wunderschön. Da liegt der Rad, da liegt der Rad, da liegt der Rad, da liegt der Rad. So, wir sind also richtig angekommen. Wie schön. Burg Volkia entdeckt. Na dann. Ein paar geflügelte Wesen. Okay. Hey, also, bevor wir da reingehen. Ja. Was gibt es? Ich möchte euch dafür danken, dass ihr mich so weit gebracht habt. Aber wenn wir erst einmal da drin sind, werde ich für eine Weile auf eigene Faust weiterziehen. Mhm. Ich denke schon. Ich weiß, dass eure Freunde vermutlich jeden hier drin gerne umbringen würden. Ich hoffe, dass ihr euch etwas mehr zügeln könnt. Wenn wir einmal drin sind, seid für eine Weile ruhig und lasst mich die Führung übernehmen. Der Iraner ist wieder da. Öffnet das Tor. Ich mache mir nichts aus der Sonne. Die wäre jetzt besser als dies hier. Okay. Nach all diesen Jahren ist Lady Serana zurückgekehrt. Unglaublich. Fürst Harkon ist ein großartiger Mann. Also erweist ihm gefälligst den ihm gebührenden Respekt. Ja. Es wagen, hier einzudringen. Moment. Serana? Seid ihr es wirklich? Ich traue meinen Augen nicht. Mein Fürst, alle zuhören. Serana ist zurückgekehrt. Ich denke, ich werde erwartet. Das kann ich nicht glauben. Okay. Meine lang vermisste Tochter ist endlich zurückgekehrt. Mit meiner Schriftrolle der Alten, wie ich annehme. Nach all den Jahren ist das die erste Frage an mich? Ja, ich habe die Schriftrolle. Natürlich bin ich erfreut, euch zu sehen, meine Tochter. Wisst ihr es nicht? Muss ich es wirklich sagen? Ach, wäre eure verräterische Mutter nur hier. Ich würde sie dieses Wiedersehen beobachten lassen und dann ihren Kopf auf einen Pfahl spießen. Nun verratet mir, wen ihr da in unsere Halle mitgebracht habt. Dieses sterbliche Wesen hat mich gerettet und befreit. Ich bin euch für die sichere Rückkehr meiner Tochter zu Dank verpflichtet. Sagt mir, wie heißt ihr? Pimmelmann. Ich bin Katharina. Wer seid ihr? Ich bin Harkon, Fürst dieses Hofes. Inzwischen wird euch meine Tochter erzählt haben, was wir sind. Genau. Ihr seid Vampire. Nicht irgendwelche Vampire. Wir gehören zu den ältesten und mächtigsten Vampiren von ganz Himmelsrand. Wir lebten hier jahrhundertelang, frei von allen weltlichen Sorgen. Doch damit war es vorbei, nachdem ich meine Frau betrogen und das gestohlen hatte, was mir am meisten bedeutete. Bekomme ich eine Belohnung, weil ich eure Tochter gefunden habe? Ich wollte es gerade vorschlagen. Ja, ihr verdient ganz sicher eine Belohnung.
Ich kann euch nur ein Geschenk anbieten, das dem Wert einer Schriftrolle der Alten und dem meiner Tochter ebenbürtig ist. Ich biete euch mein Blut an. Nehmt es und bewegt euch wie ein Löwe unter den Schafen. Die Menschen werden erzittern, wenn sie euch sehen. Und ihr werdet den Tod nie mehr fürchten. Und wenn ich euer Geschenk ablehne? Dann werdet ihr Beute sein, wie alle Sterblichen. Ich werde euer Leben dieses eine Mal verschonen, aber ihr werdet aus dieser Halle verbannt werden. Vielleicht seid ihr noch nicht ganz überzeugt. Seht die Macht! Dies ist die Macht, die ich euch anbiete. Nun trefft eure Entscheidung. Soll ich ein Vampir werden oder soll ich kein Vampir werden? Ich war noch nie ein Vampir. ein Vampir als Drachenjäger. Ich kann es ja mal spaßeshalber machen. Mal sehen. Schweigt still. Appetitlich aus, was er gemacht hat. Okay. Fuß! Hoch. Endlich erwacht? Sehr gut. Spürt ihr, wie die Kräfte in euch wachsen? Jetzt müsst ihr lernen, sie zu beherrschen. Ich bin bereit, etwas um meine neuen Kräfte zu lernen. Was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Mein Blut ist mächtig. Zuerst wird der Körper davon überwältigt. Nach meinem Biss brecht ihr zusammen und fallt in einen tiefen Schlaf. Euer Körper hat sich nun an das neue Blut gewöhnt, das durch seine Adern strömt. Ich versichere euch, euch ist nichts geschehen. Eure Stärke beeindruckt mich sehr. Nur wenige Sterbliche können meiner Umarmung standhalten. Ah ja. Und was ist das hier für ein Ort? Ein Schrein zu Ehren von Molag Bal, dem mächtigen Daedra-Prinzen und Schöpfer unserer Art. Unsere Macht ist sein Geschenk. Er war es, der mir als erstem das Geschenk des Blutes der Alten verlieh. Da kommt Blut raus, ja. Ihr habt einen Pakt mit Molag Bal geschlossen? In einer Zeit, die von der Geschichte vergessen wurde, herrschte ich als mächtiger König. Mein Reich war riesig, meine Reichtümer endlos und meine Macht unbegrenzt. Meiner ist auch riesig. Und dennoch. Als das Ende meiner sterblichen Existenz näher kam, begegnete ich einem scheinbar unbezwingbaren Gegner. Meiner eigenen Sterblichkeit. Ich gab mich Molag Bal hin und opferte in seinem Namen 1000 Unschuldige. Im Gegenzug gab er mir, meiner Frau und meiner Tochter ewiges Leben. Und so habe ich selbst den Tod besiegt. Okay, ich bin bereit, etwas meine neuen Kräfte zu erfahren, zu lernen. Mit meiner Hilfe werdet ihr zu einem tödlichen Werkzeug, ja, das den Sterblichen Furcht und Schrecken einjagt, wohin sein Weg es auch führen mag. Ja. Nun hört auf meine Worte und tut, was ich sage. Okay. Die wahre Macht des Blutes der Alten findet sich in der Gestalt eines Vampirfürsten. Nehmt die Gestalt des Vampirfürsten an, dann fahren wir fort. Und wie mache ich das? Nun.
Nutzt die Macht des Blutes der Alten, um euch in einen Vampirfürsten zu verwandeln. Verwandelt euch in einen Vampirfürsten. Dann werde ich euch mehr lehren. Ja, wie mache ich das denn? Verwandelt euch in einen Vampirfürsten. Ja, wie dann denn? Werde ich euch mehr lehren. Ich kann ja hier keine Tasten oder sowas drücken. Zauberspruch oder was? Oder wie mache ich das? Vampirfürst, aha. Du verwandelst dich in eine Vampirfürsten, setze die Kraft zurückverwandelt ein, um die Verwandlung wieder rückgängig zu machen. Aha. Okay, Vampirsicht. Verbessere der Nachricht für 60 Sekunden. Beleb einen spannenden Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Okay. Des Blutes der Alten, um euch in einen Vampir für zu verwandeln. Vampir. Aber ich habe hier auch Feuer. Tut, was ich verlange, dann wird die Belohnung euer sein. Verwandelt euch in einen Vampirfürsten. Ja, Moment. Wieso geht denn das nicht? So, ich habe mich doch jetzt hier ausgerüstet. Dann werde ich euch mehr lieben. Ich hab das Feuer anstatt. Ich hab doch hier Vampir. Ach, warte mal. Verwandelt euch in einen Vampirfürst. Dann werde ich euch. In dieser Gestalt könnt ihr mit der rechten Hand euren Feinden ihr Leben entziehen. Mit eurer linken Hand könnt ihr mit der Kraft der Blutmagie die Toten auferwecken. Ihr könnt außerdem die Mächte der Nacht anrufen, um euch in einen Fledermausschwarm zu verwandeln und in einiger Entfernung wieder zu erscheinen. Wenn eure Magikervorräte verbraucht sind, könnt ihr landen und kämpfen, wie es die wilden Tiere tun. Tut dies, dann machen wir weiter. Drücke die Schleichentaste, um zwischen Magie und Nahkampfmodus zu wechseln. Ui. Aha.
habe es. Okay, sind einige. Gut. Schluss mit der Fliegerei. Die nächste Lektion wartet. Gut. Zu Boden seid ihr schwächer, weil ihr euch nicht der Blutmagie bedienen könnt. Die Kräfte der Nacht stehen euch jedoch noch immer zur Verfügung. Und eure Klauen sind vorzügliche Waffen. Mit der Zeit werden eure Kräfte zunehmen. Und ihr werdet neue Wege entdecken, eure Begabungen einzusetzen. Es gibt viel zu lernen. Doch wenn ihr die Kräfte eines Vampirfürsten beherrscht, können euch nur wenige Gegner widerstehen. Inventar soll ich gucken. Eines müsst ihr noch wissen. Tötet ihr Sterbliche, indem ihr ihnen das Leben entzieht, erhaltet ihr neue Kräfte der Nacht- und Blutmagie. Solltet ihr wie ein gemeiner Vampir den Einfluss der Sonne lindern wollen, so halte ich immer einige Diener in der Burg dafür bereit. Das ist alles, was ich euch beibringen kann. Wenn ihr eine Lektion wiederholen wollt, braucht ihr es nur zu sagen. Ich habe eine Aufgabe, die eure neuen Kräfte auf die Probe stellen wird. Doch sprecht. Habt ihr noch Fragen? Naja. Was muss ich darüber wissen, ein Vampir zu sein? Als Vampir gewinnt ihr neue Kräfte, aber ihr werdet auch anfällig für Sonnenlicht. Ja. Mit jedem Tag, der vergeht, ohne dass ihr euch nähert, fügt euch diese Anfälligkeit mehr Schaden zu. Doch gleichzeitig wachsen auch eure Kräfte. Nährt euch von denen, die schlafen. Und eure Anfälligkeit für Sonnenlicht wird so abnehmen wie eure Kräfte. Mhm. Gut, dann bin ich bereit für irgendwelche Aufgaben. Gut. Geht und sprecht mit Garan Mareti. Sagt ihm, dass die Zeit gekommen ist. Er wird es verstehen. Ich bin hässlich. Wer seid ihr? Bin ich? Ja. Hallo? Braucht ihr etwas? Ich soll mit dir reden. Braucht ihr? Zurückverwandeln würde ich mich ganz braucht gerne. Braucht ihr etwas, Terran? Was? Kann ich euch helfen? Ihr wisst, dass ich andere Sachen nicht tue. Nein, brauche ich nichts. Bitte fragt nicht weiter. Ja, natürlich. Okay, hier sehe ich wieder normal aus. Kann man jetzt braucht reden? Braucht ihr etwas? Ich habe eine Nachricht von Harkon. Fürst Harkon, vergesst euch nicht. Nun, was wünscht unser Fürst? Er sagte einfach, es ist an der Zeit. Nun gut, er will also den Kelch. Ihr habt von dem Blutsteinkelch gehört? Davon habe ich noch nie gehört. Es handelt sich um ein gut gehütetes Geheimnis. Aha. Der Kelch befindet sich schon eine geraume Zeit in Fürst Harkons Besitz. Richtig angewendet, kann er die Wirkung unserer Kräfte verstärken. Er hat seit langer Zeit darauf verzichtet, ihn zu nutzen. Wenn er ihn jetzt gefüllt haben will, kommen große Dinge auf uns zu. Aha. Das ist gut. Folgt mir, ich bringe euch zu ihm. Ich habe auch ein großes Fürst Ding. Fürst Harkon hat sich nie um den Kelch geschert.
hat sich stattdessen auf seine mehr als ausreichenden eigenen Kräfte verlassen. Aha. Das ist eine faszinierende Entwicklung. So, so. Jede Menge. Eieiei. Aber kann ich leider nicht mopsen? Brauche ich auch nicht mopsen. Oh. Tränke. Was gibt's hier? Fleisch. Nein. Braucht ihr etwas? Hoppala. Aber das ist ein Vampir. Der kann sich kurz unsichtbar machen. Der läuft der Höllenhund. Ich nehme mal an, hier drin ist kein Rotwein. Uns. Ich muss den Blutsteinkelch holen. Bäh. Der Kelch? Warum? Was habt ihr vor, Garan? Fürst Harkons Befehle, Ortjolf. Beruhigt euch. Unser Freund hier hat den Befehl erhalten, den Kelch zu füllen. Tatsächlich? Aha. Wirklich. Sie ist zur Rotwassergrotte unterwegs. Und dann? Viel Glück. Vingalmo und Ortjolf sind Harkons engste Berater. Sie werden sicherlich sehr überrascht sein, zu erfahren, dass ihr den Kelch nehmt. Naja, wo geht es überhaupt hin? Braucht ihr etwas? Eine Muschel, ja. Und da wären wir. Aha. Dieser Kelch muss direkt an der Blutquelle in der Rotwassergrotte gefüllt werden. Aber das ist noch nicht alles. Nein? Wenn das geschehen ist, muss das Blut eines mächtigen Vampirs hinzugefügt werden. Denkt daran, dass die Rotwassergrotte, nun sagen wir, dort leben derzeit weniger angesehene Mitglieder der Gesellschaft. Ihr habt die Wahl, ob ihr euch mit ihnen abgeben oder gewaltsam vorgehen wollt. Okay. Eilt schnell zurück. Ihr wollt Fürst Harkon nicht warten lassen. Gut, bringe den Blutsteinkelch zur Rotwasserquelle. Gut, dann erstmal raus. Braucht ihr etwas? Ja, deine Fotz. Dein. Ach Gott. Ja. Bringe den Blutsteinkelch zur Rotwasserquelle. Wo ist denn die? Da. Steinfall liegen die oder das ist in der Nähe? Ha. In Ordnung, aber ich kann hier erstmal ein paar Sachen verkaufen. Das hier ist. Okay, muss ich nach links rüber. Dann verkaufe ich erstmal was im Flusswald. In Flusswald werden einem die Füße kalt. Was? Ja. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Ja. Es ist dunkel, das heißt, die haben zu. Ja. Ach Gott. Jemand muss etwas unternehmen. Wieso? Ihr seid neu hier, also schone ich euch noch. Aber verscherzt es euch nicht mit mir. Wir haben ein kleines Problem. Moment. Moment. Ja, Moment. Ich habe die Macht. Warte mal. Ne, das andere war da oben. Um ihm etwas. Drachenruf? Nein. Drachenfall war das. Was ist das hier? Moment, gib mir erstmal. Bekleidung. Ah.
Hier, die Handschuhe. Oder was ist das da? Nein. Das ist beide Angriffe. Moment. Bögen haben, genau. Ich brauche den Bogen. So. Oh, hab den sogar getroffen. Ach, es geht doch nicht da hinten runter, du Dödel. Heilung. Okay. Ihr habt Himmelsrand von einer großen Bedrohung befreit. Ihr habt dieses Land gerettet. Und unser aller Seelen. Ja. Okay, ich muss das einsammeln. Und 291 Gold, ne? Super. Das Schwert nötig. So, dann haben wir die Seele bitte. War doch das Mann hier. Bei den Göttern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Bei den Göttern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß es auch nicht. Ich würde es kaum glauben, hätte ich es
Immerhin ist es jetzt Tag. So, dann vergaue ich immer eben die Knochen. Eure Augen gefallen mir nicht. In ihnen liegt ein schlimmes Verlangen. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Da, ihr und ich. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Der hat nur 750. Mal gucken, kann ich überhaupt die Knochen bei ihnen verkaufen? Ja. Und noch ein. So, 132. Einmal 103. Ach, 29. Was ist der? 49. Haben wir irgendwas, was so 29 ungefähr nah rankommt? Nö. Davon nicht. Und irgendeine Waffe kann ich glaube ich auch nicht verkaufen. Die sind alle viel teurer. Aber diese Dinger hier, die brauche ich nicht. Gib mir mal, genau, 29. Passt. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich weiß. Bis zum nächsten Mal. Wow. Gut. Das Problem ist jetzt, wie viel habe ich noch über an Gewicht hier? Hier ist im Moment keiner. Nee, das ist ein Haus, ist ja kein Laden. Ich gehe mal da rein und gucken, ob da eine Kiste ist, wo ich was oder was anderes, wo ich was reinpacken kann. Ich bin ein Vampir. Ich bin jetzt hier. Gut, ich gucke mich nochmal kurz hier um und dann muss ich auch gleich wieder aufhören. Ja, hier ist eine schöne Kiste. Die ist aber leer und deswegen kann ich da ein paar Sachen reinpacken. Das ist doch toll. Also, die Drachenfuppen kann ich ablegen. So. Na dann. Okay, dann würde ich erstmal sagen, das war's für heute. Wir haben gleich 40 Minuten auf der Uhr hier. So, nein, pack das mal weg. So, ich muss erstmal hier gucken, genau. Bringe den Dings zum... So, das heißt, da muss ich hin. Ich kann ja schon mal in der Nähe mich hinbegeben. So. Okay. Bin ich zum ersten Mal ein Vampir. Gut, warum nicht? Mal ein bisschen böse sein ist auch mal was Neues hier. So, gut. Okay, da zeige ich, muss irgendwie die... Hallo. Moment, der will kämpfen.
Die unerbittliche Macht, ich glaube, das ist das, ne? Moment. Komme ich überhaupt hoch? Die eine Minute habe ich noch. Die will ich mal gucken, weil der zieht ja immer seinen. Hallo? Was macht er denn da? Oh. Moment, Moment, Moment. Bruce, runter! So, siehst du? Was hast du davon, du aller Wichser? Ein kleiner Sehnenstein, naja gut, warum nicht? So, das war's aber jetzt für heute. Denn ich muss irgendwie in diese eine Höhle kommen. Die ist dann in die Richtung hier. Südwest oder wie auch immer das heißen mag hier. Hier geht's lang oder was? Ich muss in die Richtung. Ja gut, das ist dann. Kann ich wieder unten lang gehen. Irgendwie. Oh. Bruce, runter! Nein, 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 Moment. Ja. Heilung Funken. Ja, ich nehme Feuer. Na, komm her. So, gebratener Wolf. Okay. So, einmal gucken hier. Genau, jetzt habe ich ja... Oh, zwei Bären. Das ist aber nicht gut. Nee, 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 nee. Am Tag habe ich keine Ausdauer. Okay. Mal sehen, was abends ist. Weiß ich jetzt nicht genau. So, aber jetzt muss ich hier Schluss machen. Ich werde hier speichern. Ganz normal und dann melde ich mich in der nächsten Folge wieder. Dann geht es rück in die Bären und dann mal gucken. Ne? Bis zur nächsten Folge. Mach's gut und bye bye.